Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch einen Tag machen, den ich schon im letzten Jahr bei der lieben Maren gesehen habe. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass sie ihn diese Woche schon hochgeladen hat. Es ist nämlich der Mid-Year Book Freakout Tag. Absolut verrückter Name. Und ja, der ist wohl auch Programm. Es gibt insgesamt 13 Fragen, mit denen wir mein erstes Lesejahr quasi oder Lesehalbjahr so Revue passieren lassen können. In den 13 Fragen kann ich euch natürlich sehr viel erzählen zu Lieblingsbüchern, Lieblingscharakteren und so weiter. Aber ich würde den Tag gern noch ein bisschen für mich erweitern und meine Jahresstatistik oder meine Halbjahresstatistik mit aufnehmen. Anzahl der gelesenen Bücher, Anzahl der gelesenen Seiten zum Beispiel, dass ich sowas mit aufnehme und euch sage, wie ich aktuell bei meinen Challenges stehe. Also wir würden jetzt den Tag machen zuallererst und dann würde ich noch ein bisschen was zu meiner Halbjahresstatistik erzählen. Starten wir also direkt mit der ersten Frage. Welches ist das beste Buch, das du im ersten Halbjahr gelesen hast? Und da mache ich ja auch immer mein Monatsranking mit Monatshighlights und bei der Bücherbüchse gab es da mal so ein Template, wo man dann quasi so ein Ranking machen kann, welche Bücher gegeneinander antreten in jedem Monat. Und da stehen aktuell 2 Bücher aus dem ersten Quartal und dem zweiten Quartal zur Wahl und ich habe mich für Throne of Glass, Herrscherin über Asche und Zorn entschieden. Das ist der letzte Band der Throne of Glass Reihe und ich denke, ich muss zu der ganzen Reihe auch nicht mehr so viel sagen. Wer auf Bookstagram und BookTok und Co. unterwegs ist, ist eigentlich an dieser Reihe noch nicht vorbeigekommen, auch wenn manche sie noch nicht gelesen haben. Aber es ist einfach ein Name in der Bookstagram-Welt. Grob gesagt geht es um Selena Sardothian. Sie ist Assassinin und wird ausgewählt, um die Assassinin des Königs zu werden. Und es gibt 1000 Charaktere, es gibt 1000 Storystränge. Es ist anfangs super anstrengend zu lesen, aber wenn man mal drin ist, ich sag mal so ab dem 3. von 7 Bänden plus, es gibt noch Selenas Vorgeschichte, wenn man mal wirklich kapiert hat, wie die ganzen Leute zueinander stehen und wie sie miteinander verknüpft sind, ist das einfach ein unfassbares Weltbuilding, Worldbuilding, Setting etc. Ich kann dieses Buch wirklich oder diese ganze Reihe wirklich nur jedem ans Herz legen. Die zweite Frage lautet, was ist die beste Reihenfortsetzung, die du in diesem Jahr gelesen hast? Und da muss ich ein Buch nennen, das ich leider aktuell nicht hier habe, aber dass die Fortsetzung zu diesem Buch hier ist, und zwar das hier unten. Nur noch einmal und für immer ist die Fortsetzung von Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Aber zu diesem Buch sage ich später etwas. Und ja, ich sag mal so, das Buch, das im ersten Halbjahr, im ersten Quartal gewonnen hat, war dieses hier. Und das hat sich in meinen Herz gebrannt und die Fortsetzung auch. Jeder, der die Bücher gelesen hat, weiß genau, was ich damit meine. Ich kann jetzt leider nicht den Klappentext vorlesen, weil es sonst spoilern würde zum Inhalt von diesem Buch. Aber ich kann so viel verraten, es geht um das Wiederfinden einer Jugendliebe und ganz viel Family-Drama und persönliche Schicksalsschläge und es ist einfach eine wundervolle Geschichte, die jetzt auch bald verfilmt wird. Unter anderem wird die Hauptprotagonistin von Blake Lively oder Lively, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, gespielt. Also das wird, glaube ich, was richtig, richtig Großes. Und wenn ich an eine gute Fortsetzung denke, die ich im ersten Halbjahr gelesen habe, dann ist das auf jeden Fall eine. Frage Nummer 3. Zeige eine Neuerscheinung des ersten Halbjahres, die du bislang noch nicht gelesen hast, es aber unbedingt noch tun möchtest. Da habe ich mich für den 3. Band der Nights-Reihe von Lena Kiefer entschieden. Ich habe da ewig drauf hingefiebert und dann wurde der Release verschoben. Und jetzt ist es dann, ich glaube im Mai diesen Jahres, endlich erschienen. Und Leute, ich habe es immer noch nicht geschafft, es zu kaufen. Es ist einfach zwar in meinem Hirn aufgeploppt, aber
Ich habe es bisher noch nicht gekauft und das werde ich jetzt ganz bald nachholen und dann werde ich auch den dritten Band lesen. Ich bin ja ein großer Lena Kiefer-Fan, ich mag auch die Nights-Reihe unfassbar gern und deshalb würde ich mich jetzt für dieses Buch entscheiden. Frage Nummer 4. Zeige eine Neuerscheinung des zweiten Halbjahres, auf die du dich schon sehr freust. Da ich jetzt im Juli gerade erst ein Buch gelesen habe, das für mich vermutlich das Jahreshighlight 2023 werden wird und vermutlich weiß auch jeder schon, wovon ich spreche, wenn ihr ein bisschen auf Bookstagram aktiv seid, es ist das Hype-Buch des ersten Halbjahres gewesen und ich habe Band 2 natürlich auch direkt schon vorbestellt. Der erste Band heißt natürlich Fourth Wing und der zweite Band heißt Iron Flame und auf das freue ich mich total. Das wird nämlich im Dezember diesen Jahres noch erscheinen. Frage Nummer 5. Zeige deine größte Buchenttäuschung des ersten Halbjahres. Kann sie euch leider nicht mehr in die Kamera halten, weil ich sie schon verkauft habe, aber wer meinen letzten Anhaul oder so, ich glaube, es war der letzte Anhaul, gesehen hat, weiß, welches Buch ich meine, und zwar Welch grausame Gnade. Ich hatte da auf ein bisschen Romeo und Julia Action und Feelings gehofft und irgendwo waren die zu 5% vielleicht auch da, aber hauptsächlich ging es in dem Buch um Bandenkriege und um, ich glaube, Shanghai, was mich als Setting schon gar nicht abgeholt hat. Und dann kamen noch so mysteriöse Dinge dazu, übernatürliche Dinge und irgendwie hat das für mich alles gar nicht zusammengepasst und war nicht das, was ich erwartet habe. Und deshalb würde ich das Buch jetzt einfach auch als größte Enttäuschung des ersten Halbjahres rechnen. Frage Nummer 6. Welches Buch hat dich im ersten Halbjahr am meisten überrascht? Und da würde ich gerne Raven Kennedys The Darkest Gold in die Kamera halten. Ich habe nämlich den Hype auf dem englischen Buchmarkt nicht mitbekommen und habe dann aber gesehen, dass KISS die Reihe verlegen wird, als ich die Programmvorschau beim Programmvorschaus-Meeting dabei war. Ich bin ja Teil der KISS-Crew und kriege dementsprechend auch vorab ein paar Infos hin und wieder. Und da war ich nach dieser Besprechung schon sehr neugierig, was mich da erwarten wird. Und auch wenn wir mit einer sehr expliziten Szene einsteigen, ich nenne es mal so, war ich doch sehr überrascht, dass mich das nicht abgeschreckt hat, das Buch weiterzulesen. Und ich bin auch, nachdem ich jetzt Band 1 und 2 durch habe, sehr, sehr, sehr gespannt, wie es denn mit 3, 4 und 5 weitergeht. Frage Nummer 7 lautet, nenne einen Autoren, eine Autorin, die du im ersten Halbjahr kennen und lieben gelernt hast. Und da würde ich gerne die liebe Franzi Kopka nennen. Von ihr habe ich nämlich, Spoiler-Alarm, noch nichts gelesen, es war ja auch ihr Debüt. Aber Game Show konnte mich so überzeugen, weil es so ein richtig cooler Mix aus Panem und verschiedenen anderen Jugendbüchern war, dass ich gesagt habe, so, das Buch ist einfach wirklich genial. Es hat es leider nicht zum Monatshighlight geschafft, weil es sehr, sehr starke Konkurrenz hatte. Aber wenn ich das erste Halbjahr Revue passieren lasse, ist es auf jeden Fall eins der interessantesten Bücher gewesen, die ich gelesen habe. Frage Nummer 8. Dein neuer fiktionaler Schwarm. Ja, eigentlich würde ich hier auch gerne einen Atlas nennen von Nur noch ein einziges Mal zum Beispiel, aber ich wollte euch jetzt nicht die ganze Zeit dieses Buch in die Kamera halten, also habe ich mir einen Charakter ausgewählt, den ich jetzt vielleicht nicht als Schwarm betiteln würde, aber den ich richtig cool fand. Das war jetzt ganz aktuell gerade bei Let's Be Bold, der Tyler. Der ist ja der beste Freund von Shay aus diesem Buch und ist auch so ein kleiner Frauenheld, zumindest in Band 1. Und hier in Band 2 verliebt er sich so richtig und wird zu einem richtig, richtig tollen Book-Boyfriend. Und deshalb habe ich mir jetzt einfach ihn ausgewählt, um diese Frage zu beantworten. Frage Nummer 9 ist ähnlich, dein neuer fiktionaler Lieblingscharakter. Und da habe ich auch lang überlegt, ob ich das als Lieblingscharakter betiteln würde und würde jetzt einfach mal die Blackbird Academy hochhalten. Und da gibt es einen Charakter, der Dämon Lore, oder Loa, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und der war so witzig, aber so trocken witzig, dass ich manchmal hier gesessen habe und Tränen gelacht habe, während ich das Buch gelesen habe. Und deshalb hat er den Titel fiktionaler Lieblingscharakter aus dem ersten Halbjahr
doch redlich verdient. Kommen wir endlich zu der Frage, bei der ich dieses Buch, das ich euch jetzt schon dreimal gezeigt habe, hochhalten darf. Ich soll ein Buch nennen bei Frage 9, bei Frage 10, bei dem ich geweint habe, und das ist ganz eindeutig nur noch ein einziges Mal. Ich habe ungefähr gefühlt eine ganze Packung von diesen Zupftempos verbraucht, weil dieses Buch so emotional ist. Es hat mich so mitgenommen, weil manche Themen mich persönlich einfach auch angesprochen haben aus Gründen meines eigenen Lebens, nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich wirklich konstant gefühlt Tränen in den Augen hatte. Und dieses Buch oder diese Reihe kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr was emotional tiefgründiges und langfristig Verfolgendes lesen wollt, dann ist diese Reihe auf jeden Fall ein Muss für euch. Wirklich ein Muss. Kommen wir zu Frage 11. Ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Und da würde ich gerne A Place to Belong von Lily Lucas in die Höhe halten. Wie ihr wisst, mag ich die Reihe super gern. Und gerade hier gibt es eine Thematik, die mich sehr, sehr angesprochen hat und das Ende des Buches mich sehr glücklich gemacht hat. Es geht nämlich hier um Maggie, die quasi auf der Suche nach ihrer richtigen Familie ist. Und das zu beobachten war einfach super schön. Und nach Abschluss des Buchs hatte ich so ein richtig schön warmes Gefühl in der Herzgegend. Und das ist das Schöne am Lesen. Das ist einfach, dass Bücher und Geschichten einen so berühren und glücklich machen können. Frage Nummer 12. Zeige das schönste Buch, das du gekauft oder geschenkt bekommen hast. Jetzt muss ich mit zwei Händen mal darüber greifen, weil es so schwer ist. Natürlich möchte ich jetzt Cassandra Clares Chain of Gold in die Kamera halten, in der Bücherbüchse Luxus-Edition. Ich meine, man bezahlt dafür, sie ist nicht gerade günstig, die Luxus-Edition, aber sie ist unfassbar schön und unfassbar toll verarbeitet. Da wurde sich auf jeden Fall viel Gedanken beim Design gemacht und ich hätte, glaube ich, auch wirklich jetzt kein anderes Buch in die Kamera halten können. Ich habe super viele schöne Bücher im ersten Halbjahr gekauft und auch geschenkt bekommen, aber diese Luxus-Edition schlägt natürlich alles um Längen. Kommen wir last but not least zur letzten Frage. Welche Bücher möchtest du bis zum Ende des Jahres unbedingt noch lesen? Und da habe ich mir meinen Wunschzettel auf meinem Blog mal angeguckt und da ist mir eine Reihe ins Auge gesprungen, die ich gerne nennen würde, weil es einfach drei Bücher sind, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen möchte, und das ist die Lost Boy-Reihe von Emma Scott. Da kommt ja jetzt auch eine neue Reihe von ihr auf den Markt. Und bevor ich dann in diese einsteigen möchte, würde ich gern die vorherige Reihe noch lesen. Das war es jetzt soweit vom Tag und jetzt machen wir noch ganz kurz weiter mit meiner Jahresstatistik. Ich habe mir ja vorgenommen, insgesamt 200 Bücher im Lesejahr zu lesen. Wird vermutlich ein ganz, ganz knappes Rennen. Ich habe nämlich im ersten Halbjahr erst 77 gelesen. Das heißt, ich muss da ein bisschen Gas geben. Meine App sagt mir bei meiner Challenge, ich bin aktuell 26 Bücher hinter meinem Zeitplan. Es wird auf jeden Fall schwierig einzuhalten. Bei mir ist zwar im Herbst, Winter die größte Lesezeit, aber wir werden sehen, wenn ich meine Jahresstatistik hochlade, ob ich es denn geschafft habe. Ich habe natürlich auch meine 23 für 23 Bücher auf dem Schirm. Es sind, wie der Name schon sagt, 23 Bücher insgesamt und davon habe ich 12 gelesen. Also da bin ich eigentlich schon relativ gut auf Kurs und da bin ich auch guter Dinge, dass ich das wieder schaffen werde. Insgesamt habe ich laut Rido 37.882 Seiten gelesen im ersten Halbjahr. Das ist, denke ich, ganz ordentlich. Und wie bereits vorhin erwähnt, waren es insgesamt 77 Bücher. So, das war es jetzt heute von mir mit meinen Statistiken, mit meinem Buchtag. Ihr dürft natürlich gerne den Buchtag auch machen. Da bin ich schon sehr gespannt, was da bei euch bei rumkommen wird. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!